Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt bei Fellner live die Heldin dieses Sommers. Man könnte auch sagen, die Löwin dieses Sommers, weil sie hat wie eine Löwin für ihre Festspiele gekämpft und sie hat gewonnen. Sie selbst nennt sich Eisbrecherin. Schönen Abend, Frau Rabl-Stadler. Schönen Abend, Herr Fellner. Noch bin ich keine Heldin. Ich hoffe, dass wir am 30. August alle sagen, richtig war's. Künstlerisch, wirtschaftlich und sicherheitsmäßig. Das muss ja gestern für Sie wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig gewesen sein, als Sie da erfahren haben, dass es möglich ist, Salzburger Festspiele auszurichten. Sie haben ja immer daran geglaubt, aber jeder hat gesagt, es wird nie gehen und seit gestern ist es möglich. Ja, das war gestern ein guter Tag für die Festspiele. Mich hat es nämlich wahnsinnig gestört, dass viele so früh die Flinte ins Korn geworfen haben. Die Pandemie ist etwas, was sich entwickelt, zum Besseren oder zum Schlechteren. Das heißt, das war kein Herumeiern, wie mir manche vorgeworfen haben, dass wir nicht entschieden haben, sondern es war eine besondere Reaktion zu sagen, warten wir bis zum 30. Mai, das ist der letztmögliche Termin, um rechtzeitig mit Proben für den Sommer zu beginnen und entscheiden wir dann. Ich habe es zum Beispiel ganz falsch gefunden, dass Bayreuth zu früh abgesagt hat. Sie wollten ja nie aufgeben, nicht? Das war Ihre spezielle, würde ich sagen, ganz besondere Gabe, die Sie hatten, dass Sie gesagt haben, aufgeben tut man nur einen Brief, aber nicht die Festspiele. Nein, ich habe wirklich ganz klar gesagt, es gab keinen Grund, früher zu entscheiden. Ich habe mit meiner Hoffnung niemandem einen Schaden zugefügt. Wir haben gesagt, wir entscheiden, wenn wir wissen, wie der Sommer pandemisch vor sich geht. Und das haben wir getan, sogar jetzt 5 Tage früher statt am 30. Mai am 25. Sie haben ja natürlich auch ein bisschen ein politisches Glück gehabt, weil an der Frau Lunacek sind Sie ja schon ein klein wenig verzweifelt und an Ihren Vorgaben, die sie da ursprünglich gemacht hat. Aber jetzt mit Andrea Mayer, glaube ich, haben Sie ja jemanden, den Sie seit vielen Jahren sehr gut kennen und sehr schätzen, nicht? Ja, ich kenne die Andrea Mayer schon aus der Zeit, als sie noch bei Minister Scholten war. Ein wunderbarer Kulturminister, ein guter Stall. Und sie war dann lange Jahre bei uns im Kuratorium und sie war Vorsitzende. Und ihr verdanken wir, dass sie mit Beherztheit Markus Hinterhäuser zum Intendanten gemacht hat. Und ihr verdanken wir, dass es jetzt funktioniert. Denn nach der ersten Pressekonferenz der Frau Lunacek mit man darf nicht küssen und man darf keine Blasinstrumente verwenden und so weiter, da waren Sie ja fuchsteufelswild. Nein, ich bin nie fuchsteufelswild. Aber es war einfach unerträglich, diese ständigen Unklarheiten und diese ganzen Verordnungen, die jetzt gemacht werden, das ist eben sehr, sehr gefährdet von Unklarheiten, von Unlogischheiten. Ich bin zum Beispiel sehr froh, dass gesagt wurde, wenn im Gastgewerbe 4 Leute nebeneinander sitzen können, warum dürfen Sie dann nicht in einem normalen Konzertsaal nebeneinander sitzen? Und auf das wird jetzt ausdrücklich Wert gelegt in den neuen Verordnungen, dass man Vergleichbares vergleichbar regelt. Darf man gleich zur Konkretisierung der Festspiele kommen? Ursprünglich hat es ja geheißen, dieses Festival, das ja ein ganz besonderes heuer ist, Jubiläumsfestspiele, wird auf die letzte Augustwoche zusammengekürzt. Seit gestern wissen wir, es wird der ganze August gespielt werden, vom 1. bis zum Ende August, richtig? Ja, genau so ist es. Ursprünglich hatten wir vorgesehen, an 44 Tagen 200 Vorstellungen an 17 Spielstätten zu bringen. Das geht leider nicht. Im Juli spielen wir nicht.
Wir werden auch, damit nicht zu starke Besucherströme einander treffen, wir werden nur circa 90 Aufführungen haben und wir werden nur höchstens 7 Spielstätten und nicht 17 haben, denn wir wollen an jenen Spielstätten spielen, wo man am besten Abstände halten kann. Das ist natürlich die Felsenreitschule, da kann ich sogar das Dach aufmachen und habe dann quasi eine Open-Air-Bühne. Das ist das Haus für Mozart und das ist das große Festspielhaus. Und dann natürlich der Domplatz mit dem Jedermann. Wie wird denn das über die Bühne gehen, Frau Präsidentin? Wird jeder zweite Platz beim Jedermann leer bleiben oder wie ist das angedacht? Ja, es ist sicher angedacht, dass wir Plätze leer lassen, damit wir Abstände seitlich einhalten. Wir wollen ja auch sicherheitsmäßig Standards vorgeben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auf jeden Spielort extra eingeht. Und wir wollen ja auch zeigen, dass man auch in Zeiten von Corona verantwortungsvoll spielen kann. Also wir wollen auch die personalisierten Karten zum Beispiel. Also jeder zweite Sitzplatz bleibt frei. Aber Sie haben schon gesagt, wenn eine Familie mit 4 Personen bestellt, dann sind die 4 Sitze nebeneinander belegt. Habe ich das richtig verstanden? Das wäre zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit. Das wissen wir erst seit gestern. Und unser Kartenbüro und Lukas Greppert, unser kaufmännischer Direktor, der quasi der Oberste in Sachen Sicherheit ist, wir schauen jetzt gemeinsam, was ist sinnvoll, was ist wirtschaftlich vertretbar, was ist sicherheitsmäßig wünschenswert. Da wird es je Spielstätte sehr verschiedene Modelle geben. Und natürlich ist am Domplatz mehr möglich, als bei Schlechtwetter im großen Haus. Frau Präsidentin, Sie haben ja 230.000 Karten ursprünglich für diese Jubiläumsfestspiele aufgelegt. Jetzt werden es nur 70.000 sein, also ein Drittel. Und die besondere Herausforderung für Sie ist, Sie haben ja schon 180.000 Tickets verkauft. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Wir hatten einen Rekordverkauf bis zum Ausbruch der Pandemie und haben um 24,5 Millionen Euro 180.000 Karten verkauft. Das müssen wir jetzt rückabwickeln. Denn selbst wenn Teile des Programms übernommen werden, sie werden an anderen Tagen sein, an anderen Spielstätten und so weiter. So, das heißt, die Karten haben, werden jetzt gefragt, wollen Sie das Geld stehen lassen für nächstes Jahr oder wollen Sie das Geld zurück? Zweiter Schritt ist, wer kriegt jetzt die neuen Karten? Und da muss selbstverständlich Vorrang für jene sein, die schon einmal gekauft haben. Und jetzt haben wir keine Ahnung, ob das zu viel oder zu wenig sein wird. Werden die Leute kommen? Und wird unser Problem sein, dass wir zu wenig Karten haben? Da muss man vielleicht sogar auf ein Lossystem kommen, um gerecht zu sein. Oder werden wir es genau richtig treffen? Jetzt fragt sich natürlich jeder, was wird denn geboten werden? Der Jedermann ist unbestritten. Der Don Giovanni hätte ja, glaube ich, ein Highlight sein sollen. Können Sie uns schon ansatzweise verraten, was diese Festspiele heuer an Programm-Highlights haben werden, diese Pandemie-Jubiläumsfestspiele? Ich würde nicht schon den 6. Intendanten haben, mit dem ich gut zusammenlebe, wenn ich die Programme verkündete. Das ist seine Aufgabe, da rede ich ihm nicht rein. Aber er hat ja selber schon gestern gesagt, dass der Don Giovanni nicht stattfinden kann, weil russisches Orchester, weil griechischer Dirigent, weil italienischer Regisseur. Wir haben aber das Glück, dass die Wiener Philharmoniker unser künstlerisches Herz sind.
Ohne die Wiener Philharmoniker gäbe es zwar Festspiele in Salzburg, aber es wären nicht die Salzburger Festspiele. Das heißt, wir werden sehr viel mit diesen machen. Welche Aufführungen mit den Wiener Philharmonikern waren denn geplant, außer den Konzerten? Welche Oper zum Beispiel ist mit den Philharmonikern besetzt? Mit den Wiener Philharmonikern ist besetzt die Elektra, eine fast zeitgenössische Oper von Luigi Nono, Intoleranza, Boris Godunov und Zauberflöte. Und die werden vermutlich stattfinden, nehme ich an, ne? Ich vermute gar nichts, weil planen tut der Intendant. Und so leicht locken Sie mich nicht in die Interviewfalle. Gut. Aber wann wird man das Programm erfahren? Wann wird es bekannt gegeben? Hoffentlich ganz bald. Auch hier liegt der Teufel im Detail. Hat der Künstler an dem Tag Zeit, wo er eigentlich ursprünglich woanders war und so weiter. Also spätestens in der zweiten Juniwoche. Jetzt haben Sie gestern so liebenswürdig in der Ihnen eigenen Bescheidenheit gesagt, Sie sehen sich ein bisschen als Eisbrecherin für die österreichische Kulturszene, weil Sie halt so löwenhaft gekämpft haben, dass die Festspiele stattfinden sollen. Das, was da gestern passiert ist, ist ja eine wirklich extreme Überraschung für die Kulturszene gewesen, oder? Ja, das war schon sehr erfreulich, aber das hat sich angebahnt, als man in der Regierung Andrea Mayer erkoren hat, Staatssekretärin zu werden, war uns allen klar, da ist eine mit hohem Sachverstand, die das auch nur macht, wenn sie das Pouvoir bekommt, etwas zu ändern und eine Öffnung zu signalisieren. Sie hat ja einen wunderbaren Job gehabt beim Bundespräsidenten. Also ich finde es geradezu toll, dass sie den geopfert hat und uns von der Kultur bringt das wirklich sehr viel. Das, was jetzt zugelassen wird, nicht zuletzt, weil die Salzburger Festspiele so darum gekämpft haben, das ist ja für dieses Land auch vom Selbstbewusstsein als Kulturnation unglaublich wichtig, oder? Das hat mich eben besonders gestört, dass man wochenlang das Gefühl gehabt hat, jeder andere Zweig ist wichtiger als Kunst und Kultur. Ich möchte mich jetzt, wir schmücken uns doch ständig damit, dass wir eine Kulturgroßmacht sind. Da haben wir überhaupt nichts mehr davon geredet. Und von der zweiten Sache, dass Kunst- und Kulturveranstalter wahnsinnig wichtige Arbeitgeber sind und Wirtschaftsmotor sind, auch nichts geredet. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, habe ich auch das Gefühl jetzt, dass das da ist, dass jedes einzelne Regierungsmitglied weiß, das ist Regierungsaufgabe. Hier muss man die Andrea Mayer unterstützen. Es ist ja so, dass gestern ein richtiges Aufatmen durch Salzburg gegangen ist, denn all diese Hotels vom Sepp Schellhorn angefangen haben ja eigentlich ums Überleben gezittert, weil die gesagt haben, ohne Salzburger Festspiele können wir zusperren. Aber das ist jetzt natürlich auch ein neuer Optimismus für die ganze Stadt, für das ganze Bundesland, oder? Das ist natürlich die Sondersituation Festspiele. Schon Max Reinhardt hat 1917 geschrieben, dass die Festspiele künstlerisch und wirtschaftlich wichtig sein werden. Das heißt, wir sind im Gegensatz zu vielen anderen Kulturbetrieben auch ein Wirtschaftsmotor. Und darum bin ich sehr erleichtert, denn ich bin eine geborene Salzburgerin. Meine Stadt so als Geisterstadt der Niederlinden zu sehen, hat mich sehr beunruhigt. Ich hoffe nur, dass wir jetzt das Richtige machen, dass der Overtourism, der uns noch vor Weihnachten am gestürmten Christkindlmarkt zu Recht so geärgert hat, nicht wieder in der Form zurückkommt. Gut, jetzt ist das Ganze, nehme ich an, auch eine wirtschaftliche Herausforderung für Sie, weil wenn Sie da 180.000 Tickets teilweise zurückzahlen müssen,
dann bedeutet das ja, dass sie wahrscheinlich einiges an Subventionen benötigen werden, um überhaupt überleben zu können, oder? Wir werden jene Subventionen behalten, die uns versprochen sind. Wir hatten ein Budget von 68 Millionen. Wir werden jetzt eines von 38 bis 40 Millionen haben. Das Spezielle bei den Salzburger Festspielen ist ja unsere hohe Eigenwirtschaftlichkeit. Wir verdienen 75% unserer Kosten selbst. Der Steuerzahler muss quasi nur für 25% aufkommen. Gewöhnlich ist bei einem Opernbetrieb genau umgekehrt. 80% zahlt der Steuerzahler, 20% sind Einnahmen durch die Karten. Drum ist das für uns auch so schwierig. Wir werden die 16,8 Millionen Euro von der öffentlichen Hand und vom Tourismusförderungsfonds erfreulicherweise behalten. Und wir dürfen auch jene 2 Millionen Euro nützen, die uns vom Bund, Land, Stadt und Tourismusförderungsfonds als Jubiläumsgabe zugedacht waren. Und wir hoffen, wenn wir ein Glück haben, wenn die Menschen kommen, dass wir damit das Auslangen finden. Und jetzt werden sich viele Zuseher nicht nur der Festspiele, sondern generell fragen, werden die Tickets eigentlich teurer, wenn nur mehr jeder zweite Platz belegt werden darf? Nein, sie werden nicht teurer. Das wäre abschreckend. Wir hoffen, dass wir es so zustande bringen. Letzte Frage, liebe Frau Rabl-Stadler. Wenn ich richtig informiert bin, wäre das ja Ihre letzte Saison gewesen, diese Jubiläumsfestspiele. Ich glaube, ganz Salzburg will, dass Sie verlängern. Ist das richtig? Dazu möchte ich ausnahmsweise diplomatisch schweigen. Ich habe gesagt, 31. Dezember, ich finde, dass mit Markus Hinterhäuser ein toller Intendant ist, der Fantasie für noch 10 Jahre hat. Und mit Lukas Greppertz, der König ist ja jünger als meine Söhne, ein sehr guter kaufmännischer Direktor. Also die können das auch mit einem neuen Präsidenten und einer neuen Präsidentin. Wir werden sehen. Können schon, aber wollen nicht, glaube ich. Wenn man Sie wirklich darum bittet, mit dem Kampfgeist, den Sie jetzt gezeigt haben, wäre es schon spannend, zumindest das nächste Jahr, aber vielleicht noch 3 oder 4 Jahre anzuhängen, richtig? Also, ich glaube, jetzt möchte ich einmal dieses fordernde Jahr durchstehen, denn gestern war ein Etappensieg, aber ob es richtig war, das wissen wir erst am 30. August und da müssen wir alle noch viel Arbeit investieren. Gut, danke Frau Präsidentin. Ich halte beide Daumen, dass das super funktionieren wird heuer im August. Also der ganze August ist in Salzburg Festspielsommer und Helga Rabl-Stadler hat ihren Löwinnenkampf gegen die seinerzeitige Gesundheits- und Kulturbürokratie gewonnen. Die Kultur darf wieder aufsperren. Danke, Frau Präsidentin. Wir sehen uns in Salzburg und eine herzliche Gratulation an alle Salzburger, die heuer einen Festspielsommer haben. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann geht's gleich mit Fellner Live weiter.